alle Freunde des Lichts. Es ist immer noch Winter, sozusagen. An den Bienen ist so gut wie nichts zu machen. Die sind gut versorgt, wenn sie gut eingefüttert worden sind. Einmal im Monat vorbeigehen, Fluglöcher kontrollieren, schauen auf dem Gitterboden, ob nicht zu viel drauf liegt. Ja, vielleicht auch öfters mal zwischendurch die Windel ziehen und nach dem Zustand des Volks schauen. Einfach so wenig wie möglich Erschütterung, so Störung für das Volk. Aber mehr kann man nicht machen an den Bienen. Dann passt es schon. Da können wir nur noch abwarten, was im März dabei rauskommt. Aber jetzt kommt's. Was glaubt ihr, was passiert? So, sagen wir jetzt mal, 15. März, alles wunderbar, das Wetter wunderbar, nur noch Tage mit 10, 12 Grad mindestens Außentemperatur. Milliarden und Abermilliarden Bienen in der Republik fangen an zu fliegen. Was machen dann die Imker? Die sehen, oh, meine Bienen fliegen, schnell schauen. Oh, die brauchen Platz, oh, die brauchen jenes, oh, ich brauche da was. Wo gehe ich her? Man hat ja das Lager vielleicht nicht so gut organisiert, sortiert. Ab schnell zum nächsten Imkershop und sich da in die Reihe reinstellen von vielen, vielen anderen Bienenbesitzern, denen es ganz genau gleich gegangen ist. Dann braucht ihr Zargen zum Beispiel, seit dem Imkershop. Ja, ich brauche dringend Zarge, die in die Größe. Haben wir nicht mehr ausgegangen. Ihr braucht Mittelwände. Braucht Max, braucht Mittelwände. Alles ausverkauft. Sorry. So geht es nämlich dann, wenn man immer auf den letzten Drücker geht oder sogar drüber raus. Jetzt habt ihr Zeit. Jetzt habt ihr wirklich Zeit, euch darum zu kümmern, dass alles in Ordnung ist. Dass alles ausreichend vorhanden ist. Pro Volk, was ihr eingewintert habt, solltet ihr auf jeden Fall mindestens zwei Zusatzzargen haben, nämlich zwei Honigzargen, zwei Honigräume. Bienen brauchen zwar nicht gleich, wenn sie starten, zwei Honigräume, aber im Laufe des Jahres brauchen sie zwei, drei, vier, manche Ausnahmevölker sogar fünf Honigräume, wenn man sie richtig bewirtschaften will. Das sind jetzt zum Beispiel solche Dinge. Wir brauchen ausreichend Rähmchen. Wenn jemand 10 Völker hat, dann braucht er 10 Zargen im März oder Ende März, wenn es richtig losgeht. Er braucht 10 Zargen zusätzlich. Er braucht 100 Rähmchen zusätzlich. Na gut, ausgebaut, Mittelwände, je nachdem, wie man sie hat. Dann kommen Drohnenrahmen in ausreichender Anzahl. Es sind so viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Vielleicht ist jede Menge Pollen draußen für die Bienen zur Verfügung, wie jetzt in unserer Gegend zum Beispiel. Aber die Bienen finden kein Nektar, das Futter geht zu Ende. Pollen kommt rein, Futter ist ja noch da, Pollen und Futter sind vorhanden. Königin sagt sich, hopp, jetzt starte ich, Wetter passt auch, jetzt wird gestiftet. Nicht stiften gegangen, jetzt wird gestiftet. Dann legt ihr ein Brutnest an, das ist knallt. Brutnest, viel Futterverbrauch. Draußen finden sie keins. Entweder habt ihr jetzt Futter auf Vorrat, weil alle anderen Imker brauchen auch Futter, wenn ihr jetzt gerade Futter braucht. Denkt mal dran. Und alle anderen Imker kommen auch auf die Idee, ich gehe in den Imkershop und hole mir das. Aber dann gibt es dann vielleicht keins mehr. Aus dem Grund jetzt vorbereiten. Gut ist es natürlich, wenn ihr schon eine entsprechende Menge an Zargen bei euch im Lager habt. Das ist schon mal ganz gut. Ist es bei mir vorhanden zum Beispiel. Ich habe hier... Mal kurz zeigen. Komm. Ich habe hier zum Beispiel noch Melizitose-Waben vom letzten Jahr. Ach hier, die Frage taucht immer wieder auf, wie lagern. Ich habe hier Deckel und Boden hier unten separat gebaut, jeweils mit einem 100er Loch und einem Drahtgitter, dass eine schöne Durchlüftung stattfindet. Hier habe ich noch Melizitose-Waben drin. Die müssen noch leer gemacht werden. Und das machen die Bienen auch. Im Frühjahr kriegen die jetzt dann diese Waben. Im frühen Frühjahr. Und damit brauchen sie dann auch wenig Reinhold, weil sie haben ja schon gleich mal Futter im Stock drin.
Dann werden die Kisten leer. Hier habe ich Junia-Waben. Immer gut, wenn das beschriftet. Mit Kreide lässt sich sehr leicht, na, muss ein bisschen nass machen, sehr leicht wegwischen, man sieht es. Immer schön beschriften, was drin ist. Dann wisst ihr nachher auch, wenn ihr schnell arbeiten müsst. Hier zum Beispiel Mittelwände, das sind ausgebaute Mittelwände alles. Hier sind nur noch zwei Mittelwände drin, also auch die Zahl draufschreiben. Wenn es vorsichtig ist, hört das in meine Futterzagen. Hier auch Jungfernwaben. Also mir reichen meine Zagen und meine Rähmchen. Also Mittelwände, ausgebaute Wände, je nachdem. Was auch sehr wichtig ist, dass ihr ausreichend Drohnenrahmen zur Verfügung habt. Im Frühjahr müssen relativ bald Drohnenrahmen ins Volk. Ich habe Drohnenrahmen mit Gitter, also mit Draht. Das heißt, ich nehme einfach nur irgendwelche Rähmchen, die also normalerweise zwei Mittelwände sind. Denn ich schneide keine Drohnenrahmen, oder ich habe auch noch ein paar von den alten, wo die Rähmchen, wo die Drähte rausgeschnitten wurden, ehemals. Das ist für mich egal, weil die Bienen dürfen bauen und erst wenn der Drohnenrahmen nachher am Jahresende rauskommt, dann wird das Zeug eingeschmolzen, also von dem her passt. Und hier natürlich auch noch in ein paar Kisten Drohnenrahmen sind, wenn sie durch den Dampfwachsschmelzer sind und ausgetrocknet sind, sind sie problemlos auch in solchen Kisten zu halten. Überhaupt kein Thema. Was ihr auch braucht unbedingt, das sind zum Beispiel neue Folien. Ich habe jetzt über den Winter, ich habe es gezeigt in meinen Videos, die Gitterchen drin liegen, damit die Feuchtigkeit gut abwandern kann aus den Beuten. Aber sobald der Frühling losgeht, sobald die Bienen starten, kommt das Gitterchen generell weg. Und da gibt es wieder eine Folie. Das sind jetzt zum Beispiel alte Folien. Die kommen nicht mehr rein. Die kommen nicht mehr ins Volk. Aber da habe ich natürlich auch schon wieder neue Folie auf Vorrat. Komm her. Das ist eine doppelte Folie. So. Geht aber noch weiter. Ihr braucht ja unter Umständen, wie ich vorhin gesagt habe, eventuell Futter. Leute, wie ihr füttert, bleibt euch überlassen. Ob ihr das konventionell macht oder Bio, das spielt keine Rolle. Es gibt natürlich auch Bio-Futterteige. Oder man kann auch das Futter mit Biozucker selber machen. Das geht natürlich auch. Das muss man selber überlegen. Aber es muss ausreichend vorhanden sein. Nicht, dass ihr zum Imkershop kommt und da gibt es jetzt halt eben keins. Bei den Bienen, bei den Völkern kann das unter Umständen, wenn ihr jetzt mehrere Völker habt und ihr könnt aus einem anderen Volk ein Futterrähmchen rausnehmen, okay, ja, stehlt ihr halt denen das dringend notwendige Futter. Mache ich gar nicht gern. Besser ist es, ihr könnt dem Volk jetzt gezielt eine gewisse kleine Menge Futter geben, solange bis sie eintragen und dann das Zeug wieder rausnehmen. Besser, viel besser. Mittelwände, Leute, ihr müsst unbedingt Mittelwände auf Vorrat auch haben. Ob ihr jetzt ausreichend Zagen und Rähmchen schon parat habt oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Mittelwände sind ganz wichtig. Oh, kommt noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr in Königinnenzucht macht oder nicht, aber ihr braucht ja vielleicht auch Königin für eure Ableger. Erstmal kleine Einheiten und deswegen arbeite ich mit Abidea-Kästchen. Und die müssen natürlich auch in entsprechender Anzahl vorbereitet sein. Man kann natürlich auch mit Ablegerböden arbeiten. Hier macht es ganz viel Sinn, wenn man Ablegerboden in dem System hat, in dem man sowieso imkert. Ich imkere in Zander und habe hier zum Beispiel einen Ablegerboden, mit dem ich drei Ableger großziehen kann, mit einschiebbaren Trennwänden hier. Das sind die Nuten, die sie aufnehmen. Und so kann ich direkt jeweils drei Rähmchenableger bilden. Und ich bin gleich direkt in meinem Maß. Ich kann diesen Boden auch als Komplettboden verwenden für eine ganz normale Beute, für ein ganz normales Volk. Oder aber ich ziehe einfach eine Mittelwand, vereinige dann zwei Ableger, wenn da eine der Königin nichts wird. Das ist ein praktisches Arbeiten. Aber dazu ist natürlich erforderlich, dass man sich Gedanken macht, bevor man startet oder auch danach, dann hat man halt ein bisschen Fehlkauf gehabt und sich dann für ein richtiges System entscheidet. Und nicht kreuz und quer und da noch ein paar Beuten und von dem noch ein paar übernehmen oder sonst irgend so ein Mist. Ich habe auch schon Beuten angeboten bekommen von Kollegen.
Das waren dann zwei deutsche Normalbeuten zum Beispiel mit Völkern, die ich angeboten bekommen habe. Ich habe sie zwar genommen, aber ich habe die Völker rausgenommen, habe sie bei mir in Zanderbeuten umlogiert und habe die deutsche Normalbeuten verkauft, ganz billig weiterverkauft. Weil ich will absolut und ganz sicher in einem einzigen System bleiben. Das ist auch der Grund, warum ich mir keine Mini Plus zulege für die Königinzucht, sondern im Abideas arbeite, weil zum einen braucht man im Mini Plus wesentlich mehr Bienen, um ein Völkchen zu generieren für diese Kiste, die ist deutlich größer. Hier bei den Abideas brauche ich nur ganz wenig Bienen. Und zum Zweiten ist das Mini Plus ein ganz eigenes Beutensystem. Ich habe ein Beutensystem, das ist das Zander, und dabei bleibe ich. Zumindest derzeit noch. Wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren ist, habe ich keine Ahnung. Ja, dann braucht ihr natürlich noch, logischerweise, jede Menge Smokerzeug fürs Jahr. Das ist ein ganzes Jahr, reicht am besten. Ob ihr jetzt solches Zeug nehmt, ihr habt es im Video von mir gesehen, habe ich euch gezeigt, wie ich das gemacht habe, woher ich das habe. Oder ob ihr Einstreu in der Tierhandlung kauft, das spielt keine Rolle. Aber genug muss es sein. An dem darf es nicht mangeln. Das kostet nicht viel Geld. Und eins ist noch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und zwar haltet euer Imkerwerkzeug auf einem Top-Zustand. Jetzt ist Zeit dafür. Ich habe das in einem anderen Video erklärt und auch gezeigt. Zum Beispiel mein Bienenbesen, der hatte vorne zum Beispiel an den Borsten hatte der eine Krümmung nach unten, der stand so da, komme ich nicht mehr in die Ecken rein. Hier rechtzeitig jetzt für das Material sorgen, wenn der Stockmeißel verloren wurde, jetzt einen besorgen. Einfach wieder alles auf Vordermann bringen. Wenn der Smoker nichts taugt, ich habe ja auch hier einen anderen Smoker wie meinen ursprünglichen, der ist wunderbar, der ist so super, den habe ich auch schon mal vorgestellt in dem Video. Wenn der Smoker nichts taugt, jetzt ist Gelegenheit, sich einen neuen zuzulegen, einen besseren zuzulegen. Solche Dinge. Dafür sorgen, dass zum Beispiel Akkus von Lampen geladen sind, dass die Schreibstifte top sind. Da bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass einer zum Beispiel nicht mehr schreibt, aber ich habe auch immer ein bisschen Reserve dabei. Der gehört natürlich dann zum Beispiel gleich raus. Denkt auch dran, dass wir eine neue Farbe haben für die Königinnen. Ist dieses Jahr ein bisschen anders, ja? Okay, ist jedes Jahr ein bisschen anders. Da müsst ihr dran denken und da seid ihr dann gut aufgehoben, wenn ihr das alles berücksichtigt habt. Wenn ihr so gut vorbereitet seid, dann kann euch nichts mehr passieren. Dann kann es laufen, das Imkerjahr. Also, wie gesagt, ihr müsst erstmal, wenn die Bienen starten, für jedes Volk eine Zusatzsorge. Manche Leute arbeiten natürlich mit Absperrgitter, hatte ich ja fast noch vergessen, weil ich arbeite da nicht mit. Wenn ihr mit Absperrgitter arbeitet, muss natürlich für jede Beute mindestens ein Absperrgitter da sein. Ist ganz gut, wenn man 1, 2 Absperrgitter noch auf Reserve stehen hat. Im Laufe des Bienenjahres braucht man es unbedingt vielleicht, unter Umständen. Ich gehe es in Richtung Völkervereinigung etc. etc. Königin. Quasi Käfig in dem großen Raum, dass ich oben und unten ein Absperrgitter brauche, solche Dinge einfach. Aber das ist eine Randgeschichte. Wenn man sich dann ein bisschen mit Königinzucht beschäftigt, eben auch mit den Abideas, noch Zusatzreimchen, dann die Geschichte, was man braucht für die Königinzellen selber und natürlich für die Abideas auch. Das kennt ihr aus meinen Videos, entsprechende Oberträger, dass man die Abidea-Rämchen aus den kleinen Beuten rausnehmen kann, zupp, und in die Zanderbeute einfach nur reinhängen kann, weil das ist dann wieder Zandermaß. Wenn ihr so vorbereitet seid, kann das Imkerjahr kommen. Denn wie gesagt, für mich fängt das Imkerjahr immer in diesem Jahr an. Das heißt, das beginnt jetzt bald, das hat noch nicht begonnen. Wir haben noch kein Imkerjahr, geht noch nicht. Na gut, wenn man die Vorbereitungszeit jetzt dazu rechnen will, vielleicht müsst ihr Mittelwände einlöten, das ganze Zeug gehört ja auch zum Imkern. Ist auch Imkerjahr. Und nicht Imkerjahr vom letzten Jahr, sondern von diesem Jahr. Und das Imkerjahr endet erst im Dezember, Ende Dezember mit der Restentmilbung. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist eine ganz andere Sache. Also wenn ihr so vorbereitet seid, in der ausreichenden entsprechenden Menge, kann euch nichts mehr passieren. Natürlich reicht jetzt eine Zarge pro Volk nicht, denn wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ihr müsst pro Volk 2 Zargen, 2 Honigraumzargen rechnen.
Von den normalen, also wenn ihr mit Halbzargen arbeitet, natürlich entsprechend mehr, logisch, klar. Ihr müsst pro Volk mit 2 Honigraumzargen rechnen. Je nachdem müsst ihr eventuell für Ausreißervölker müsst ihr 3, 4, 5 Honigräume rechnen und die entsprechenden Rähmchen dazu. Nur die braucht man nicht direkt am Frühjahrsbeginn haben, also März, April braucht man die noch nicht haben, sondern die kommen dann bis zum Juli hin. Kann sich das unter Umständen entwickeln. Aber wenn ihr pro Volk eine Zusatzzarge habt, also eine Honigraumzarge, die ihr aufsetzen könnt, dann seid ihr schon mal ganz gut vorbereitet. Dann kann nichts mehr so schnell kommen, was euch aus der Bahn werfen kann. Denkt mal drüber nach. Jetzt habt ihr Zeit. Jetzt ist es gemütlich. Nachher nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, klar, logisch. Mal schauen. Vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.